So, was auch immer das in der letzten Folge war, wahrscheinlich die Minecraft Black Edition oder sowas, neues Update. Es ist jetzt wieder in Ordnung. Ich habe das Spiel neu gestartet und es läuft wieder. Die Mammutbäume oben, die sollen eigentlich auch mal weg irgendwann, ey. Oh, die gehen mir so auf den Trichter. Das alles überhaupt nochmal anzupassen wäre auch ideal. Jetzt weiß ich noch nicht, soll ich das jetzt machen oder soll ich nochmal aufs Schlachtfeld gehen? Was ist denn mir jetzt wichtiger? Eigentlich würde ich hinten aufs Schlachtfeld gehen, da noch ein bisschen Erde formen. Dazu brauche ich Schaufeln. Ein paar habe ich ja noch dabei. Wir könnten natürlich. Ah, wir müssten. Eigentlich müssten wir ja neue herstellen. Wir haben schon wieder so viel Zeug verbraucht. Wie sieht denn das hier aus mit dem Eisen? 64, naja. Das können wir noch schmelzen hier. Das werden wir gleich mal machen. Genauso das Gold. Dazu brauchen wir natürlich wieder ein bisschen Kohle, wenn die Kiste aufgeht. Jetzt. Ja, und dann brauchen wir Stöcke. So. Pass mal auf. Wir machen das mal wieder hier. So. Teilen das mal schön auf hier. Ah, hier ist noch Glas drin. Guck mal ihn an. Das habe ich ja gar nicht mehr gewusst. Dort habe ich ja gar nicht mehr gewusst, dass da noch Glas drin ist. Mensch, da habe ich mal irgendwann Glas produziert. Jetzt habe ich tatsächlich zu viel Kohle hier reingeknistert. Irgendwann habe ich hier mal Glas produziert. Das muss ja schon ewig her sein. So, lass mal so machen. Hier ist das Gold. Hier ist überall noch Glas drin. Warum habe ich so viel Glas gemacht? Wahrscheinlich alles fürs Hotel, was ich am Ende nie gebraucht habe. Warte mal, wo kann ich denn jetzt noch Kohle rausklauben? Hier. Kann ich nämlich hier unten noch ein Stack reinschmeißen, schnell. So, das Glas würde ich mal eben aufräumen. Boah, wir haben so viel Glas, wozu? Ich einen Glaspalast bauen oder was? Wieso habe ich so viel Glas gemacht? Haben wir nie gebraucht. Hier unten ist noch schwarzes und blaues. Gold und Eisen. Und ein paar Stücke hätte ich gerne für Werkzeug. Können wir nämlich hier schon mal anfangen, ein paar Spitzhacken zu zaubern. Blub. So, zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. So, denke ich mal, ist erstmal eine gute Bilanz. Das fliegt erstmal in die Ecke hier, ja, ist klar. Ach, ich muss das Zeug erstmal aufräumen. So, Schahahahahaufeln. Ja, ist erstmal wieder ein Anfang. Wir können die Kisten ja auch voll machen. Alles kein Thema. Ein paar Schaufeln allerdings muss ich mir behalten. Und eigentlich auch zwei Spitzhacken wenigstens. Oder sagen wir drei. Für diverse Dinge, die wir dann auf unserem Schlachtfeld noch wegbuddeln wollen. So, das kommt wieder mit ins Inventar. Da können wir uns hier theoretisch nochmal drei Schaufeln draus bauen. So. Und dann müssen wir mal sehen, oder? Ein paar Stücke. So ein Dreier nützt mir eigentlich nichts. 64, da müssen wir mal gucken, wie schnell das hier vonstatten geht. Eigentlich geht es schnell, weil ich habe das ja jetzt gut unterteilt hier. Das ist schon fertig. Das geht schnell. Hier ist nichts drin gewesen. Das war der. So. Da können wir uns nämlich noch ein paar Spitzhacken bauen. Und da sind wir auf jeden Fall mal gerüstet. Für das, was da noch so kommen mag. So. Spitzhacken. Dann gucken wir mal. Die sind erstmal alle fertig hier. Bin eigentlich auch fertig. So, die beiden brauchen noch ein Stückchen. Waren jetzt wirklich alle. Ach ne, hier oben war ich gar nicht drin. Habe ich mich wieder verklickt. Aber jetzt sind alle leer, nicht, dass ich wieder irgendwas hier drin vergesse. So. So. Ja, das geht ja schnell. Können wir eine Zeit einen Schluck trinken.
Und sagt unsere Schachtel. Eine Kippe noch. Naja. So. Ist das gleich fertig hier? Mal die Kohle schon mal rausnehmen. So. Genau, und dann haben wir zumindest unsere Werkzeugkisten erstmal wieder so weit wie es geht gefüllt. Das ist ja auch was wert. In der heutigen Zeit der Werkzeugknappheit. Ja, wenn jetzt schon wieder was von mir. Achso. Okay. Zack, zack, fertig. Da können wir noch ein bisschen was basteln hier. Vielleicht, wir könnten natürlich auch noch ein paar Äxte draus machen. Wir müssen ja nicht nur Schaufeln und Spitzhacken machen. Wir können, oder Haken. Ja, von jedem so ein bisschen noch, ne? So, okay. Jetzt ist eh wieder voll. Irgendwas muss ich eh fallen lassen. Dann können wir das erstmal wegräumen gehen hier. Warte mal. Haken habe ich gemacht. Ne, Quatsch, das... Hier sind die Haken. Die harkigen Haken. Die ist kaputt. Die kommt da oben rein. Stimmt wieder. Äxte. Ja gut. Da haben wir noch. Müssen wir nicht so viel machen. Schaufeln ist wichtig gewesen. Da mal wieder einen kleinen Vorrat anzuschaffen. Und Spitzhacken vor allen Dingen auch. Ein bisschen. So. Und ich würde mal sagen, den Rest nehmen wir dann mal mit auf unser Schlachtfeld, wo wir dann mal ein bisschen umgraben können. Die Kohle, die schmeißen wir natürlich nicht hier rein, weil die haben wir ja gerade bei der Werkzeugkiste fallen gelassen. Hier können noch die übrigen Stücke wieder rein. So, warte mal. Kohle. Hier rein. Eisen hier rein. Oben war nichts, genau, hier war Gold, kommt wieder hier rein. Nicht mal 64, Mensch, Gold ist eigentlich so rar. Wir haben mehr Diamant als Gold zurzeit, das ist ja sagenhaft. Na gut, wir haben ja Gold auch vielmals verwendet, um unter anderem die Antriebsschienen zu bauen. Das fällt mir so ein. Diamant haben wir uns ja jetzt eher noch gespart, die letzten Staffeln. Also mit Diamantspitzhacken und sowas, ja, das können wir bei größeren Höhlentouren machen. Ansonsten ist das eigentlich so ein Mineral, was ich ungern verbraten würde. Lieber habe ich es ein bisschen auf Vorrat und zauber mir dann mal wieder ein paar mächtige Schwerter oder so, wenn es drauf ankommt. Das können wir auch bald mal wieder irgendwann ernten hier. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Schlachtplatz. Ins Bluttal. Schöne Anlehnung, weil ich habe nämlich letzte Woche mal wieder Gothic 4 gespielt. Ah, herrlich. So, ja, ich gehe mal ausnahmsweise heute den Weg. Weißt du was, ich habe gerade Fackeln mit dabei. Da könnten wir die auch mal ein bisschen hier verbraten. Der Weg, das wird natürlich alles irgendwann mal richtig ausgebaut hier. Das ist ja nur obligatorisch jetzt. Zunächst mal. Hey Schwein, Alter. So, machen wir das mal ein bisschen hell hier. Das ganze Thema. So, durch die Pyramide durch. Schön sieht's aus. Fast Orientierung verloren. So, und hier ist unser Schlachtfeld. Mehr oder weniger. Alter, hier geht's schon wieder ab. Fahren schon wieder die Racer durch die City. Alter. Massivst am Fuchsen. So, jetzt soll der Chunk mal bitte laden hier. Und dann können wir in der nächsten Folge nämlich anfangen hier zu buddeln. War das jetzt schon unser Schlachtfeld? Eigentlich könnten wir das alles noch ein bisschen auf Pyramidenniveau machen. Weil das war ja eigentlich ursprünglich als Schlachtfeld gedacht. Und dann habe ich gesagt, ich mache einfach eine Pyramide hin. Also können wir hier in Ruhe weiter buddeln. Lohnt nicht mehr. In der nächsten Folge geht's weiter.